Hallo, ihr fabelhaften Wassermanngeborenen und Wassermann-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop für den April 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich führe euch durch die Konstellationen des Monats. Die Sterne wirken auch im April sehr anregend und spannend für euch. Ihr seid offen und interessiert und wirkt witzig und inspirierend. So kommt ihr leicht ins Gespräch, um neue Leute kennenzulernen. In der Familie oder mit den Kindern kann es allerdings etwas Stress geben. Bevor wir das uns näher anschauen, noch der Hinweis, auch heute gibt es wieder etwas Schönes zu gewinnen. Mehr dazu am Schluss des Videos, also bleibt dran. Ja, jetzt zu eurem Erlebnishintergrund, wie die langsam laufenden Planeten so für euch stehen. Weiterhin genießt ihr ja ein sehr schönes Trigon zu Jupiter für euch im 9. Haus. Und der wandert diesmal durch die Grade für die Geburtstagskinder vom 2. bis 10. Februar. Das heißt, die spüren in diesem Monat den Einfluss von Jupiter. Dann, und das ist ein positiver Einfluss, aber mehr dazu gleich, Sextil Uranus, das bedeutet, euer Herrscherplanet steht in einem schönen positiven Aspekt zur Wassermannsonne. Und das macht euch eben so inspiriert und geistreich und witzig. Und das spüren ganz besonders diejenigen, die vom 10. bis 16. Februar Geburtstag haben. Ja, dann haben wir ja die Venus, die rückläufig ist. Die bildet einen positiven Aspekt zu euch bis zum 3. Februar und dann wieder ab dem 28. Februar. Und den spüren besonders die Geburtstagskinder vom 13. bis 18. Februar. Zwischendrin ist sie ja dann hier für euch im 2. Haus, im Geldhaus, aber rückläufig. Das ist nicht so ganz einfach, aber dazu kommen wir gleich. Dann gibt es noch Saturn, der steht für euch glücklicherweise auch in einem günstigen Aspekt. Und der steht für euch im 11. Haus der Freundschaften. Das bedeutet stabile Freundschaften, wenn auch diese Freunde euch ab und zu vielleicht auch mal was Kritisches sagen. Aber insgesamt ganz positiv und das spüren die Geburtstagskinder vom 14. bis 18. Februar. Genau, jetzt gehen wir durch den Monat und dabei erläutere ich euch, wie diese ganzen Planeten zusammenwirken und was es bedeutet. Zunächst mal zurück zum Neumond vom 28.03., denn der zeigt, welches Thema für euch den April über wichtig ist. Und der Neumond steht für euch im 3. Haus, hier im Zeichen Widder. Und das ist erstmal ein positiver Aspekt zur Wassermannsonne und bedeutet eben Gespräche, geistige Anregung, Austausch. Und wenn ihr auf Flirtsuche seid, tatsächlich auch nette Begegnungen mit Leuten aus der unmittelbaren Umgebung. Also wirklich auch vielleicht ab und zu mal die Augen aufhalten und nicht nur aufs Handy gucken. Aber Internetbekanntschaften stehen eben auch unter guten Sternen. Das ist ja auch schon länger bei euch, weil eben Uranus zuständig fürs Internet auch bei euch im Haus der Kommunikation steht. Das heißt, ihr könnt halt auch sehr gut online kommunizieren und habt gute Chancen, jemanden kennenzulernen. Vor allen Dingen, wenn ihr das locker angehen lasst und erstmal eben einen guten Austausch pflegt, vielleicht auch gleich dann die Leute trefft, um sie euch anzugucken. Vielleicht auch Flirt-Apps mal ausprobieren. Also das steht auch alles unter guten Sternen für euch. Der Monat startet mit der Venus und Uranus und der Sonne im Zeichen Widder. Alles im positiven Aspekt zu euch, gute Energie für euch. Merkur allerdings steht hier bei euch in einem Spannungsaspekt. Der steht im Stier und der Mars ja auch. Das sind zwei Faktoren, die eine gewisse Spannung bei euch anzeigen. Und diese Spannung kommt aus dem Bereich Heim und Familie. Ja, müsst ihr mal gucken, was ist da bei euch los. Mars hier im 4. Haus, habt ihr vielleicht einen wilden, pubertierenden Sohn zu Hause oder hat die Tochter vielleicht einen komischen Freund mitgebracht, der euch nicht gefällt oder machen die Kinder immer Lärm zu Hause oder habt ihr vielleicht selbst, also es ist natürlich auch ein Schwungaspekt, ne? Mit Mars kriegt man natürlich auch Lust, was zu tun, weil da eine Spannung entsteht und die muss man abbauen. Also es könnte auch eine Idee sein, Frühjahrsputz, irgendwas renovieren, neu streichen, was umräumen, ne, wo man eben viel Kraft für braucht. Dafür wäre das auch geeignet. Aber es ist eben ein bisschen anstrengend und mit dem Merkur auch in Spannung zu eurer Sonne können auch Gespräche mit der Familie für euch ein bisschen anstrengend sein. Und der typische Wassermann, der setzt sich solchen Anstrengungen nicht so gerne aus. Der möchte es lieber witzig haben. Und da ihr ja auch sehr inspiriert seid, kann es ja auch wirklich sein, dass ihr es schafft,
heikle Situation mit Humor zu entspannen. Aber achtet bitte darauf, dass eure Gesprächspartner sich trotzdem auch ernst genommen fühlen. Ne? Gerade eben, wenn es eine Auseinandersetzung ein wichtiges Thema ist, kann man es nicht immer mit einem Scherz lösen. Genau. Und das und dieses Mars-Quadrat, der Mars läuft jetzt noch durch die zweite und dritte Dekade bis zum 21. April und dann läuft er in einen für euch günstigen Aspekt. Aber dazu gleich mehr. Am 1. April haben wir auch gleich einen Top-Tag für euch. Guter Mond, da könnt ihr Hobbys nachgehen oder vielleicht mit dem Schatz gemeinsam sporteln und Spaß haben in jeder Hinsicht. Am 3. geht die rückläufige Venus in die Fische zurück, damit in euer zweites Haus. Euer zweites Haus, das Geldhaus, ist sowieso ein bisschen heikel für euch schon seit einiger Zeit, weil es immer wieder darum geht, habt ihr einen Plan, was eure Finanzen angeht, ja? Weil es ist nicht so ganz einfach. Manche Wassermänner kümmern sich auch nicht genug drum. Und wenn die Venus rückläufig im Finanzhaus steht, muss man auf jeden Fall aufpassen mit Geldausgaben. Also lieber jetzt in diesem Monat trotz Frühling, trotz Shoplust, ein bisschen gucken, dass ihr das Geld eben für sinnvolle Sachen ausgebt, nicht einfach nur so. Oder ihr macht euch ein Budget, ne, für euch und euren Schatz auch, dass ihr dann genau wisst, wie viel ihr habt und wie viel ihr ausgeben wollt und könnt. Ja, am 6. haben wir einen Top-Tag für euch. Mond steht im Löwen, sowieso eine gute Mondstellung und eben bei euch im Partnerhaus und löst damit natürlich neue schöne Begegnungen aus und macht einen tollen Aspekt hier zu dieser ganzen Inspirationskonstellation. Also da lauft ihr bestimmt in einer Begegnung zu Hochform auf. Ab dem 7. haben wir ja dann die kritische Phase hier mit diesem Dreieck. Die Sonne fängt an, das Dreieck hier zu schließen. Das ist genau wie bei der Mühle, da wird es immer enger und irgendwann fliegt einer raus. Also hoffentlich passiert euch das nicht. Und für euch kann es eben auch wirklich hier heißen, dass ihr euch vielleicht um Kopf und Kragen redet. Ihr seid ja so inspiriert und so voller Ideen, aber vielleicht seid ihr in dem Fall mal diejenigen, die vielleicht anderen in die Beziehung reinreden und dadurch irgendwas auslösen, was sie vielleicht auch selber nicht wollten. Jedenfalls dieses Quadrat hier kann für euch auch bedeuten, dass wenn ihr nicht aufpasst, was ihr sagt, dass euch eine Sache um die Ohren fliegt. Also Vorsicht. Und nochmal, ne, die Idee, alle Sachen mit einem Scherz zu entschärfen, kann da auch mal nicht funktionieren oder nach hinten losgehen. Ne? Also das ist eben diese. Und hier, für euch fällt das auch ins Haus der Pläne. Ne, der Jupiter steht ja für euch eigentlich sehr schön zum Pläne machen, aber hier kann es eben auch sein, dass ihr tolle Pläne habt und die werden dann durchkreuzt. Vielleicht, weil ein Geheimnis herauskommt eben. Ne? Pluto hier. Auch noch im 12. Haus der Geheimnisse. Ne, da kann dann irgendwas auffliegen und irgendwelche Pläne, die ihr hattet, kommen zum Erliegen. Kann sowieso passieren mit der rückläufigen Venus, dass gerade Liebespläne zum Stocken kommen. Ne? Und am 8. kommt ja dann eben auch noch, ab dem 8. kommt auch noch hier dieses Quadrat dazu. Das fällt jetzt bei euch tatsächlich auch ins Geldhaus. Und hier haben wir den kritischen Freund. Also ihr seid hier doppelt betroffen. Entweder ihr selbst seid es, die durch zu viel Offenheit oder durch eine unbedachte Äußerung was auslösen oder eben hier ist jemand sehr kritisch und redet kritisch über eure Beziehung oder vielleicht habt ihr auch jemandem Geld geliehen und bekommt es nicht zurück und da fängt dann der Partner an, sich darüber zu ärgern. Also die Themen sind für euch schon auch deutlich im Horoskop und es geht eben auch immer wieder ums Geben und Nehmen. Ne? Gebe ich genug? Bekomme ich genug? Vielleicht ist der Wassermann dann auch zu distanziert mal in der Zeit, weil Wassermanngeborene neigen eben dazu, wenn es unangenehm wird und eng wird, sich geistig so rauszuheben aus der Sache, dann einfach gedanklich abwesend zu sein. Und ist vielleicht der Partner und sagt, warum redest du nicht mit mir? Und dann müsst ihr einfach ein bisschen zugewandt bleiben und auch auf den Partner bezogen bleiben. Ich habe das eben in der kosmischen Schwingung auch nochmal genau erklärt und auch, wie man damit umgehen kann, könnt ihr euch ja auch nochmal anschauen. Am 10. wird ja dann auch noch der Merkur rückläufig in Spannung zu eurer Sonne, kann also auch noch Missverständnisse aufkommen. Und dann haben wir den Vollmond am 11. und der wirft dann nochmal ein Schlaglicht auf diese ganze Konstellation, wo es darum geht, ob ihr mit eurer inspirierten Art vielleicht aus Versehen was gesagt habt, was in anderen Beziehungen zu Schwierigkeiten führt oder eben auch, ob eure Pläne Bestand haben. Genau. So, dann haben wir wieder einen Top-Tag für euch am 15.
Den fand ich auch ganz gut. Da steht der Mond im Schützen, steht sehr schön zur Wassermannsonne und kann auch interessante neue Freundschaften und neue Begegnungen bringen, weil er auch da die Lilith auslöst. Das sieht auch danach aus, als ob ihr interessante Frauen kennenlernt. Also sei es als Freundin oder sei es eben auch mit dem Potenzial als Geliebte, je nachdem. Denn die steht ja im positiven Aspekt zur Wassermannsonne. Ja, am 15. dreht sich auch die Venus wieder um und dann haben wir eben dieses Quadrat. Das kann bei euch auch wirklich dazu führen, dass irgendwie der Geldhahn zugedreht wird. Also mit dem Geld müsst ihr echt vorsichtig sein in dem Monat. Ist ja nicht so schlimm. Diese Aspekte gehen ja dann auch wieder vorbei. Aber in der Zeit wirklich jetzt hier zwischen dem 15. und dem 21. müsst ihr da echt drauf aufpassen. Die Sonne geht ja dann am 19. in den Stier. Und ganz spät abends geht sie am 19. in den Stier und damit auch in Spannung zu eurer Sonne. Also so, da kommt dann eben auch so eine Energie auf. Das wäre jetzt hier auch die klassische Deutung, mal einen Frühjahrsputz zu machen. Also wenn die Sonne wirft ja dann auch Licht und Vitalität da rein. Also es ist vielleicht wirklich ein guter Monat, um in eurem Zuhause was zu renovieren oder was neu zu machen oder im wahrsten Sinne des Wortes Luft reinzulassen, Licht, Sonne, ne, vielleicht auch was ausmisten. Wassermanngeborene gehören ja zum fixen Zeichen und die können durchaus auch die Neigung haben, ganz schön was anzusammeln bei sich zu Hause. Also dann könnt ihr diese Spannung vielleicht auch dafür nutzen. Und wenn ihr Lust habt, vielleicht auch zusammen mit eurem Schatz. Ja, und dann haben wir den Neumond. Der findet vor euch dann ebenfalls im vierten Haus statt. Also spätestens dann beginnt eine Zeit, wo ihr dieses Thema mit Heim und Haus und diesen Erneuerungen für euch zu Hause oder in der Familie den ganzen nächsten Monat über nochmal im Horoskop stehen habt. Und dann könnt ihr da vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, was ihr da so euch vornehmen wollt für die nächsten 4 Wochen. Am 8. habe ich nochmal einen Top-Tag für euch. Das ist auch ganz spannend. Ach ja, genau, der Mars geht ja dann, muss ich doch noch sagen. Der Mars geht ja, das ist ganz wichtig für euch, am 21. nämlich in die Zwillinge und bildet damit dann einen schönen positiven Aspekt zur Wassermannsonne. Und das ist auch sehr sexy, weil der geht hier ins fünfte Haus der Kreativität und Sexualität. Also das spricht dafür, dass es dann sehr stark knistert bei euch, wenn ihr jemanden kennengelernt habt und da eine große Anziehungskraft von euch ausgeht und ihr auch Lust habt, auch an experimentierfreudigen Sachen und vielleicht eben auch durch eine Internetbekanntschaft dann oder jemand kennengelernt habt und dann auch vielleicht zum ersten Mal Sex haben könnt. Das ist eine tolle Konstellation. Der Mars bleibt da bis zum 4. Juni für euch stehen und steht da eben sehr schön, gibt euch dann auch neuen Schwung. Ne? Das ist noch ganz wichtig zu erwähnen. Und der wird in diesem Monat dann noch durch die erste Dekade des Wassermannzeichens gehen. Wie gesagt, dann der Neumond, habe ich ja schon erklärt, zu Hause. Es geht um euer Zuhause und eure Familie. Und am 28. haben wir dann eben diesen interessanten Top-Tag, wenn der Mars hier in den Zwillingen vom Mond noch ausgelöst wird und das Ganze hier in Opposition zur Lilith. Das kann sein, dass ihr da eine ganz knisternde Affäre anfangt. Auf jeden Fall ist das Thema Affären und Sexualität und vielleicht auch Kreativität, die euch wirklich euren urigen Gefühlen näher bringt, sehr stark angesprochen und diejenigen von euch, die sich für Lilith als die innere Göttin interessieren, für die ist das auch ein sehr schöner Aspekt, da was über sich selber herauszufinden. Falls ihr da noch was drüber wissen wollt, ich habe da ja ein Buch drüber geschrieben, könnt ihr mal nachschlagen. Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau und Lilith im Schützen passt eben auch gut zu euch, weil die nimmt kein Blatt vor den Mund und das ist etwas, was euch gefällt. Ja, und die Venus geht auch am 28. wieder ins Zeichen Widder und steht dann eben auch für euch wieder in einem sehr schönen positiven Aspekt. Das heißt, der Monat klingt eben aus hier mit Mars in den Zwillingen und Venus im Widder, beides im tollen Aspekt zur Wassermannsonne. Das heißt, ihr könnt dann euch auch auf einen schönen Mai freuen, wo es bestimmt hoch hergehen wird für euch. Zum Schluss haben wir dann noch eine Konstellation, die auch noch ganz interessant ist. Auch alles also am 28. Der Merkur wird exakt eine Konjunktion mit Uranus bilden, das ist ja euer Planet, also Geistesblitze und Ideen ohne Ende. Aber ich würde die noch geheim halten, so lange, bis Merkur wieder direktläufig ist. Also da habt ihr vielleicht Einfälle, die erst noch überprüft werden müssen. Aber schreibt sie euch auf, kann was ganz Tolles dabei sein. Genau. Und diese schönen Sterne mit Mars für euch in den Zwillingen und Venus
im Widder. Die begleiten euch dann auch in den Tanz in den Mai. Ich denke, das wird für euch auch ein schönes Fest, wo ihr euch gut amüsieren werdet. Ja, meine Lieben, wenn ihr mehr über euch wissen wollt, über euer Horoskop, könnt ihr gerne auch ein Webinar bei mir buchen oder mal schauen in meine Astrologie-Akademie. Da habe ich jetzt hier so eine Infokarte, da sieht man dann jetzt hier oder da so ein kleines Fragezeichen, dann könnt ihr, oder Ausrufezeichen, glaube ich, dann könnt ihr mal draufklicken und euch informieren. Und was die Verlosung angeht, diesen Monat verlose ich ein Partnerhoroskop in schriftlicher Form. Das habe ich mal entwickelt, Texte, die dann entsprechend eurer Konstellation zusammengestellt werden als PDF. Und das verlose ich unter allen denjenigen, die meinen Kanal abonnieren und mir einen netten Post hier hinterlassen, einen netten Kommentar. Also macht mit, da würde ich mich freuen. Natürlich könnt ihr auch eine persönliche Beratung bei mir buchen. Ist auch manchmal ganz nützlich, um zu erfahren, wie die Planeten im Horoskop stehen, um zu wissen, welche Aspekte sie empfangen. Gerade auch, wenn ihr merkt, dass das Monatsvideo nicht so ganz passt, dann ist es immer interessant zu gucken, was habe ich denn noch so für Positionen im Horoskop. Aber ich kann euch natürlich auch gerne eine Jahresvorschau geben. Beratungen, mein ganzes Beratungsangebot findet ihr auf meiner Webseite und dann könnt ihr ja mal schauen, was euch da gefällt. Zum Schluss noch zwei Videotipps für euch hier auf meinem Kanal und damit wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.